Und damit ein Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf der Klingenbach. Bach für die Klinge. Das hier war Raps und das hier war Hafer. Okay. Sammeln wir mal die Ballen hier eben wieder ein. Die mich gestern noch irgendjemand durch die Gegend geschmissen hat hier. Gucken, vielleicht fahren wir den einen Ball auch noch eben abholen. So voll, dass wir dann den einen Ball noch aufnehmen können. Ja, das haut hin. Mal die Lupen mal zu. Ich meine, leiser wurde dadurch auch nicht in der Kiste, aber wir machen sie halt mal zu. Viel Spaß, John. Dann fahren wir den einen Ball jetzt noch einsammeln. Würde ich sagen. Dann schmeißt mal die Gurte drum. Also. Und hatte ich ja eben. Haha. Hallo. Da oben läuft der Beater. Ja, Milchanhänger. Ganz großes Thema als nächstes. Würde ich sagen. Da ist die Überlegung, nehme ich direkt einen, der auch hinter dem Ursus passt. Oder nehme ich was Größeres? Ich wäre glatt für den Ursus, dass der Ursus auch bei uns Betriebsstunden rauskriegt. Ich habe ja gesagt, wir machen die Bänder drin. Mal gucken, ob wir den mit Rundballen, also mit den Stützen ausrüsten können. Ich meine, wir fahren auch andere Sachen damit, aber die Stützen nerven ja dann nicht. Muss ich sagen. Allerdings, ich würde den auch viel, viel lieber austauschen gegen den Drehschemel. Muss ich mal gucken, was kostet. Wir sind zwar auf der Vorfahrtsstraße, aber ich vertraue der KI nicht. Kein Stück. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, den Eicher, den schmeißen wir gleich mit dem Flug aufs Feld. Ui, hier steht Mais.
Mais würde ich ja gerne ernten für die BGA. Aber so weit sind wir noch nicht. Dass wir sagen können, gut, wir leihen uns da was, da uns das Feld nicht gehört. Und ein anderes Feld hat für mich persönlich auch im Moment eher Priorität. Ja, mit dem steifen Ding komme ich nicht rum, ne? Jetzt gerade komme ich nicht vom Fleck. Gleich mal gucken, wirklich was ein Drehschemel kostet. Aber das geht nicht. Und rauf hier. Da sind doch schon mal ein paar Ballen. Guckt gerade eben auch nach dem Milchtransporter. Der würde uns 12.000 kosten für Wasser und Milch. 6.000 Liter Fassungsvermögen. 14, 9. Ah, er würde 17. Er würde 17. Also ein Dreiachser wäre schon nice, aber das ist auch wieder so ewig lang dann. Was würden wir für ihn hier noch kriegen? Bin ich jetzt jeckisch? Ach, hier war doch. 9. Ja, machen wir. Dann sind wir zwar erstmal wieder im Minus, aber das macht nichts, weil wir arbeiten ja dann nur für uns. Wir haben ja keinen Kredit mehr. Das heißt, es dürfte eigentlich auch alles relativ fixe gehen. Und wie gesagt, die nächste Ladung Ballen, die wollte ich eigentlich verkaufen. Weil wir haben jetzt ein paar Ballen eingelagert, oben am Hof stehen noch ein paar Ballen. So viele Ballen brauchen wir im Moment nicht. Eben einen Schluck Kaffee. Ja, Kaffeehalter hat die Kiste hier nicht. Attacke. Attacke, Attacke, Attacke. Ne, die 14 würde ich gerne kaufen als nächstes. 13, 14 zusammenlegen. Und tatsächlich. Wieso, weshalb, ist, denke ich mal, soweit klar. Und als nächstes wollte ich auch Sachen für die Bäckerei anbauen. Da würde ich gerne langsam in Angriff gehen. Mit der nächsten Ernte. Ja, Metermaß, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nicht nachgeguckt. Zum Sägen von Bäumen. Da möchte ich aber auch was anderes haben wie die Kettensäge. Vielleicht das Hackebeil, was auf ModTop existiert. Obwohl, ne, wir kommen gar nicht ins Minus. Schwachsinn, was ich gesagt habe, dass wir ins Minus kommen. Warum, wieso, weshalb, werdet ihr dann gleich sehen. Werde ich Emily aber dann losschicken. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen.
werde ich Emily von hier unten aus zum Palettenwerk schicken. Wir werden dann den Eicher fertig machen und das Feld entlassen. Aufbau Forst, gerade Aufbau Seite, gerade Aufbau, Rundballenaufbau, ja, gibt es. Abstreifkante, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ist. Hat das wieder irgendwas mit den Rädern zu tun? Kotflügel braucht man nicht. Unterfahrschutz, dringend. Aber mal die Farbe. Boah. War jetzt ein teures Vergnügen, dafür haben wir dann einen ordentlichen Anhänger gekauft. Hoffe ich. Gucken wir mal. Das sieht doch gut aus mit dem Unterfahrschutz. Mit dem Unterfahrschutz. Kuppeln wir erstmal an. Also ich finde es nicht verkehrt. Na gut, müssen wir jetzt gleich noch zulassen. Machen wir auch eben. Falsche Richtung. Da. La 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 la. Nennen wir mal so. Da ihr wisst, dass ich aus meinem Real-Life-Namen kein Geheimnis mache, sehe ich nicht ein. Hab so einen Umgangsnamen. Kaffee! Weil dann kann ich mir auch überlegen, ob ich die zweite Scharte, die mal jetzt, die der Xerion gerade am Pressen ist, ob man die einlagern, je nachdem wie viel Geld jetzt rauskommt. Möchte ich mal betonen. So, und den Hof werde ich jetzt nebenbei auch ein bisschen aufräumen. Also Maschinen nutzen und dann aufräumen. Da, wo ich mir vorstelle, dass sie hingehören. Speicher. Ich meine, ich weiß, dass wir nicht jedes Mal flügen müssten. Aber mir ist das ganz lieb so. Güllegrube ist nicht viel, Misthaufen, Milchtank fast 3000 Liter. Pass auf, du Goggel. Irgendwann überfahre ich hier meine Hühner, ne? Also richtig. Also ich muss sagen, mit zwei fest eingestellten Helfern kommen wir ganz gut klar. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe vergessen, wie man das Menü geöffnet hatte. Was? Steuerung H? Ich weiß es nicht mehr. Aber was ist der GH? Ja gut, wenn sobald ich H drücke, ist klar, ich sitze in dem Gerät, was Helfer haben kann. Achso, Emily müssen wir jetzt gleich entlassen. Damit Emily hier flügen kann.
müssen wir sagen, du fährst runter zum Hannemarkt, ach, zum Eicher. Weil drei Helfer können wir uns im Moment nicht leisten. Wir sind arme Landwirte. Noch, aber wir sind den Kredit losgeworden. Das heißt, es kann nur besser werden. Hanno Plack. Serum durchdrehende Reifen, was ist mit dem los? Hat er jetzt für Anfälle? Schafft's doch immer wieder. Gut. Palette? Zuckerrüben haben wir nicht. Menno! Lohnzahlungen. So, jetzt gleich müsst ihr euch mal einen Hubwagen vorstellen, ja? Oh, Ratsch drunter, hochpumpen. Rüberfahren. Steht. Sind wir praktisch gekommen. Die Palette ist gerade fertig geworden. Ja gut, hier vorne so ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm, meiner Meinung nach. Also, ne, da müsst ihr euch einen Hubwagen momentan noch vorstellen, bis ich da den gewünschten Trecker habe, der nur für hier oben zuständig ist. Der Xerion hat doch schon wieder ein Bein gefunden. Hä? Da waren doch jugendliche Vandalen am Werk. Sehe ich doch. Ich mag das Geräusch. Ich mag generell das Schalten vom Gearbox-Setter, muss ich ganz ehrlich sagen. Die fahren wir jetzt noch runter. Dann werde ich schon bald die nächste Folge beginnen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau war, den Tandem zu nehmen. Oder hätte ich dann doch lieber den Dreiachser genommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was jetzt schlauer war. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Bin mal gespannt, wie viel Geld hier rauskommt. Dementsprechend wird nämlich entschieden, ob wir die nächste Scharte Ballen verkaufen oder nicht. Hier wollte ich nachher auch nochmal hin. Mit unserem Wasserfass, was wir momentan haben. Also zwecks Gewendigkeit war der Drehschemel auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also wirklich zwecks Wendigkeit.
Ja. Stellen wir uns mal gegenüber auf die Tankstelle und gehen noch mal eben zur Bäckerei, um zu gucken, ob ich davon schon irgendwas habe. Ich meine, außer Leerpaletten und Wasser. Ja, könnte ein Spiegel hängen. Ich sehe nicht, dass irgendwas kommt. Man gerade stehen. Klaut ja keiner, sind ja die einzigen Antwort hier im Ort. Uns kennt ja jeder. Frosch im Hals. Sonnenblumen haben wir nicht, Dinkel haben wir nicht und Roggen haben wir glaube ich auch nicht. Oder? Sonnenblumen haben wir tatsächlich. Aber Dinkel und Roggen nicht. Das heißt, wir werden die Sonnenblumen auch nachher schon mal hier runterbringen. Willkommen in Mams Diner. Jo, Hallöchen in Mams Diner. Gibst du mich mal einen Kaffee to go? Und zieh bitte die Alufolie vom Kopf. Dankeschön. Reinkommen ist ja leicht, aber rauskommen wir da nicht, ne? Aber meine Lieben, mit dem Kaffee to go werde ich mich jetzt... Wo stelle ich den am besten hin? Ah, ich klemme den hier zwischen Kotflügel und Sitz. Aber mit dieser Sache würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Folge. Tschüss!